Kurz nicht aufpasst und schon ist das Portemonnaie in der Hand vom Taschendieb. Der Langfinger ist in dem Fall zum Glück kein richtiger Taschendieb, sondern der Zauberer Christoph Ambre. Darum kommt der Nobby Albel, Präsident vom Winterthurer Weihnachtsmärz, sein Portemonnaie auch wieder zurück über. Weil ich habe Ihre Portemonnaie. Und ach, das ist das. Darum hat er vorher ja, so gemacht. Man sieht einfach, wie man voll reinlaufen kann, obwohl ich eigentlich grundsätzlich eine vorsichtige Person bin. Ich habe sonst eigentlich die Reissverschlüsse oben, aber bin jetzt hier in den Beizen und habe da natürlich nicht gerechnet damit. Aber das ist sackstark, wie der das gemacht hat. Zusammen mit der Stapo Winterthur macht Christoph Ambre die Leute am Weihnachtsmärz darauf aufmerksam, wie schnell es eigentlich gehen kann, bis ein Taschendieb zuschlägt. Zuerst geht der Zauberer zusammen mit einem zivilen Polizist zu den Leuten an und redet mit ihnen. Dann geht es ganz schnell und schon hat er das Zigarettenpäckchen von seinem Opfer in der Hand. Das Mal hat es Willi Etter verwischt, der gerade zusammen mit seinem Kollegen einen Glühwein trinkt. Also, es ist sicher unangenehm, ja, wenn man es dann vorzeigt überkommt. Aber ja, die Trickdiebe wissen, wie es geht. Auch er kommt seine gestohlene Ware natürlich wieder zurück über. Innerhalb von knapp anderthalb Stunden beklaut Christoph Ambre 5 Leute. Nicht einer von ihnen merkt etwas. Im Winter und speziell am Weihnachtsmarkt haben die Taschendiebe besonders einfach, meint der Zauberer. Es war nicht schwierig, so, weil natürlich mit der großen Jacke die Leute sich spüren nichts. So, am Ende es war ziemlich einfach. Naja, es war schön. Dazu kommt, dass die Leute am Weihnachtsmarkt häufig Alkohol konsumieren und darum weniger aufmerksam sind. Um sich möglichst gut vor den Langfinger zu schützen, hat Stapo Winterthur dann auch gerade noch ein paar Tipps parat. Wichtig ist sicher, dass man Gedränge vermeiden sollte man trotzdem in eine größere Menschenansammlung hineingehen, ist es wichtig, dass man die Tasche vorne trägt, also nicht auf der Seite und schon gar nicht hinten dran. Das macht es am Taschendieb natürlich wesentlich einfacher. Wenn man offene Gegenstände mitführt, unbedingt in eine Jacke, in eine Tasche verstauen. Gerade Junge müssen besonders gut aufpassen. Sie sind das beliebtes Ziel von Taschendieben, weil sie weniger misstrauisch sind. Auch gestern Abend werden ein paar Jugendliche zu Opfern von Christoph Ambre. Die meisten lernen aber etwas daraus. Ich sollte meine Sachen vielleicht in die Innentasche von meiner Jacke tun. Ich werde jetzt mit offenen Augen an den Weihnachtsmarkt gehen, ja. Taschendiebe im Winter sind nicht nur in der Stadt Winterthur ein Problem. Gerade gestern Nachmittag hat ein Unbekannter zu Neuhausen am Rheinfall probiert, einer Dame das Portemonnaie zu klauen. Er hat aber keinen Erfolg gehabt und ist geflüchtet.